Der Zivilschutzverband und die Stadtgemeinde Bruck an der Mur veranstalteten gemeinsam mit den steirischen Einsatzorganisationen am 13. Mai auf der Brucker Murinsel den Tag der Einsatzorganisationen. Mit der Möglichkeit für Besucher, hautnah an den Vorführungen dabei sein zu können. Bei der Eröffnung konnte Bürgermeister Strassecker, namhafte Politiker wie Minister Leichtfried und der steirischen Landesregierung begrüßen und auf die Bedeutung der verschiedenen Einsatzorganisationen hinweisen. Es ist ein ganz, ganz besonderer Tag, der heutige Tag der Einsatzorganisationen, weil er auch die Gelegenheit gibt, einerseits die Leistungsfähigkeit unserer Einsatzorganisationen wirklich zur Schau zu stellen und andererseits auch die Möglichkeit gibt, Danke zu sagen. Der Bürger ist das stärkste Glied in der Rettungskette, sagt der Zivilschutzverband. Daher ist es so wichtig, über die einzelnen Hilfs- und Rettungsorganisationen Bescheid zu wissen. Ich glaube, noch wichtiger ist es, dass es diese Einsatzorganisationen gibt, dass Menschen für andere da sind in Österreich. Und das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Besonderes und sehr, sehr Gutes. Es gibt Einsätze, wo verschiedene Organisationen zusammenarbeiten müssen, glaubt das? Ich habe das Gefühl, das funktioniert ausgezeichnet. Die verschiedenen Einsatzorganisationen ergänzen sich und die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut und das ist auch wichtig so. Das Interesse an den Vorführungen im Stadion war groß, wie hier von der Freiwilligen Feuerwehr Obereich gezeigt wird, wie man brennendes Öl nicht löschen sollte, nämlich mit Wasser. Ich denke mir, ein Satz hat mich geprägt. Vor kurzem war ich bei einer Wehrversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberreich und die haben den Satz geprägt: Wer von euch geht freiwillig her, um mitten in der Nacht Menschenleben zu retten, Menschen, die sie gar nicht kennen? Und die Antwort hat gelautet: Wir schon. Und dieser Satz allein sagt für mich alles aus. Wir müssen dankbar sein, dass wir so viele Menschen haben, die sich in den freiwilligen Einsatzorganisationen tagtäglich rund um die Uhr für uns, für unser Menschenleben einsetzen. Ein ganz großer Tag für Bruck. Hier zeigen die Einsatzorganisationen der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, dass wenn sie Hilfe brauchen, auch Hilfe vorhanden ist. Und das ist etwas, was auch die Leute Sicherheit gibt. Und das ist gut so, dass das stattfindet. Die Steiermark kann glücklich sein, dass sie derart viele Sicherheitsorganisationen hat. Denn Sicherheit ist nicht ein Geschenk des Himmels, sondern Sicherheit ist ein Produkt täglich harter Arbeit. Vieler, die im freiwilligen Einsatz sind, aber auch im Befohlenen, bei der Polizei, beim Bundesheer. Aber tausend Dank muss man natürlich an jene sagen, die das freiwillig tun, in dem Roten Kreuz, in der Feuerwehr, in der Bergrettung, wo immer. Das kann man gar nicht genug danken und ich hoffe, dass diese Motivation und diese Einsatzbereitschaft noch lange anhalten kann in unserem Land. Bei Katastrophen ist es wichtig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und wichtige Informationen übermitteln zu können. Ja, die Funkamateure haben sich einer ganz wichtigen Aufgabe gewidmet, und zwar dem Zivil- und Katastrophenschutz. Das heißt, die Funkamateure sind auch da noch da, wenn ein Stromausfall ist und sämtliche anderen Kommunikationsmöglichkeiten versagen. Dann haben die Funkamateure die Aufgabe und es sich zur Verpflichtung gemacht, mit Notstromaggregaten, mit Batteriereserven und mit ihrem Funk die Kommunikation wieder aufzubauen und somit einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für den Katastrophenschutz zu leisten. Für Bezirkshauptfrau Budemann sind die Einsatzorganisationen ihrer Meinung nach im Bezirk Bruckmürzzuschlag gut aufgestellt. Das ist wichtig, dass die Bevölkerung auch wirklich einmal sieht vor Ort, wer so mehr oder weniger im Hintergrund tätig ist. Wenn etwas passiert, wenn eine Notsituation ist, wenn ein Unfall ist, wenn es brennt, wenn es Krankheitsfälle gibt, wenn es Katastrophen gibt, gerade im Katastrophenfall, ist die Zusammenarbeit ausgezeichnet, die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen mit der Behörde. Und ich glaube wirklich sagen zu können, wir sind wirklich für alle Eventualitäten gerüstet, dank dieser Organisationen, dank der ehrenamtlichen Arbeit, die da geleistet wird, dank der professionellen Hilfe, die wir erhalten. Also ich bin da immer sehr, sehr optimistisch und vor allem sehr, sehr dankbar für diese Leistungen. Ich glaube, jeder, der diesen Tag der Einsatzorganisationen hier in Bruck an der Mur miterlebt hat, ist überzeugt, dass sie bestens für den Ernstfall gerüstet sind.